Guten Tag, meine Damen und Herren. Es geht um Ihr Gehirn und zwar heute um Erfahrungen, die Sie in Ihrer frühen Kindheit gemacht haben, die zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Ihre Partnerwahl beeinflusst haben, beziehungsweise beeinflussen. Jeder weiß, was Prägung ist. Jeder hat die Bilder gesehen von dem Nobelpreisträger Konrad Lorenz, der Graugänsen vorn wegschwimmt und die kleinen Graugänslein schwimmen hinterher. Worum ging es da nochmal? Der hat herausgefunden, den Sachverhalt der Prägung, dass nämlich ein Wahrnehmungsinhalt, der ganz früh erfolgt, sozusagen wie ja, eine Prägung, also nicht einfach nur gelernt wird und dann wird was anderes gelernt, so, nein, sondern der sich einprägt wie eine, ja, so richtig heftig, ja, und der dann auch nicht mehr löschbar ist, sondern wenn bei der Graugans läuft kurz nach dem Schlüpfen ein Programm ab, das sagt, wenn sich was bewegt, ist das deine Mutter und dann schwimmst du hinterher. Und weil normalerweise ist das ja die Mutter, wenn man aus dem Ei rauskommt und guckt sich um und da bewegt sich was, ist das die Mutter und deswegen macht das Programm durchaus Sinn. Und der gute Herr Lorenz hat eben herausgefunden, das muss nicht die Mutter sein, es kann irgendwer sein, zum Beispiel der Herr Lorenz selbst. Und jeder kennt die Bilder der, ja, der kleinen Vögel, die dem Nobelpreisträger hinterher schwimmen. Sexuelle Prägung, was ist das wohl? Das ist ein Mechanismus, der sich eben auf, ich sag mal, Partnerwahl und bestimmte Präferenzen bezieht, weil es hier um Lernprozesse geht, die, wie wir aufgrund der Studien, die ich Ihnen gleich vorführen möchte, wissen, auch sehr früh passieren und bei denen es dann eben um Vorlieben geht, die sehr früh offensichtlich angelegt werden und die hinterher dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit durchschlagen. Wir sind ja keine Graugänse, die sozusagen wie Roboter hinterher das machen, was sie sozusagen in der frühen Kindheit irgendwie mal gelernt haben. Nein, wir sind viel komplexere Wesen. Das heißt aber nicht, dass bestimmte biologische Präferenzen nicht auch bei uns eine Rolle spielen und mit einer gewissen Statistik eben dann doch durchschlagen können. Worum geht's? Geht schlichtweg darum, wer gefällt Ihnen denn so, wenn Sie sich jemanden raussuchen, den Sie dann eben, mit dem Sie eine langfristige Bindung eingehen möchten. Und man hat schon lange gesehen und Vermutungen gehabt, ja, da gibt es bestimmte Regelmäßigkeiten. Eine ganz interessante Regelmäßigkeit, die ganz gut belegt ist, ist zum Beispiel folgende. Wir mögen jemanden, der so ähnlich aussieht wie wir selbst. Wir sehen uns ja oft genug im Spiegel und wir sehen uns oft genug überhaupt. Und man kann das schön zeigen durch gemorphte Bilder. Man nimmt also ein Bild von irgendjemandem. Und dann nimmt man ein Bild auch dieser Person, das man aber dem eigenen Gesicht angleicht ein Stückchen. Also wir wissen, es gibt so Morphing-Programme, da kann man das machen. Und wenn man jetzt einfach dann die Person fragt, sag mal, welches Gesicht fällt dir denn besser, dann kommt überzufällig häufig raus, dass der Person das Gesicht besser gefällt, wo das eigene Gesicht sozusagen hineingemorpht wurde. Also jemand, der so ein bisschen aussieht wie man selber, den findet man, der sieht besser aus. Das könnte natürlich auch nun die Partnerwahl beeinflussen. Wie wir sehen werden, das tut es auch. Aber wir sehen ja nicht bloß uns selbst. Wenn wir klein sind, wen sehen wir da vor allem? Wir sehen unsere Eltern. Es sollte also zum Beispiel so sein, dass die Tochter oder der Sohn als Mann bzw. als Frau jemanden nimmt, der so ähnlich aussieht wie der Vater bzw. die Mutter. Und jetzt kann man noch überlegen, das mag schon sein, aber es hängt vielleicht auch von der Beziehungsqualität ab. Stellen Sie sich mal vor, jemand wurde immer von der Mutter sozusagen nicht gut behandelt. Es ist unwahrscheinlich, dass der sich eine Frau nimmt, die so aussieht wie seine Mutter. Weil die Mutter hat ihn ja schon schlecht behandelt. Und auf dem nächsten Bild sehen wir das. Er hat genau das mal untersucht. Was man hier tut, ist Folgendes. Zumindest war das so bis vor einigen Jahren der Fall. Man hat einfach Gesichter genommen, also Fotografien von Familien. In dem Fall Ablehnung durch die Mutter. Es war also der Mann, der hat eine Mutter gehabt. Die Mutter hat man fotografiert. Man hat den Mann fotografiert, hat übrigens auch den Vater fotografiert. Und dann hat man auch die Frau fotografiert. Und dann hat man unabhängige Beurteiler gefragt, sagte mal, wer sieht denn hier wem wie ähnlich?
Man kann es auch so machen, dass man zum Beispiel noch eine Reihe von anderen Fotos nimmt und dann sagt, welche von denen ist wohl die Mutter von dem? Und dann sollen die Leute das sagen. Ja? Und dann werden die sich natürlich auf Ähnlichkeiten beziehen. Und so kann man rausfinden, ist da sozusagen von dem Betreffenden mit überzufällig häufiger Wahrscheinlichkeit ein ähnlicher Mensch zur Frau genommen worden, der eben ähnlich seiner Mutter ist. Hier sieht man, dass das im Prinzip der Fall ist. Man sieht aber auch, dass bei stärkerer Ablehnung durch die Mutter das immer weniger der Fall ist. Das soll diese Grafik darstellen. Das heißt, hier wurden eben Söhne untersucht. Es wurde auch untersucht, wie sieht die Mutter aus und wie ähnelt die Mutter der Tochter. Und da sieht man, wenn die Mutter den Sohn abgelehnt hat, dann ist die Ähnlichkeit Mutter-Tochter, dann ist die Ähnlichkeit, Entschuldigung, Mutter-Ehefrau gering. Wenn die Mutter nicht abgelehnt hat, ist die Ähnlichkeit Mutter-Ehefrau stärker. Nun gibt es eine Reihe von Überlegungen, die zeigen oder die sagen, das könnte auch andere Gründe haben. Zunächst mal könnte es genetische Gründe haben, dass wir so eine Präferenz haben. Also dass es einfach genetisch bedingt ist. Wir wissen heute, dass im Tierreich, aber auch beim Menschen sich sozusagen Leute Partner suchen, die bestimmte genetische Eigenschaften haben. Also zum Beispiel sucht jemand sich einen Partner, dessen Immunsystem anders ist als sein eigenes. Weil dann kommen zwei Immunsysteme zusammen, die zusammen mehr können in den Nachkommen als jeweils das eigene. Und man sucht sich sozusagen die passende Kompetenzerweiterung immunmäßig. Und das, wenn man das gut untersucht, kann man das rauskriegen, dass das tatsächlich statistisch der Fall ist. Man sucht sich also die passende Immunkompetenz. Ja. Nun, eine weitere genetische Erklärung ist ganz einfach. Wenn es so ist, dass wir unser eigenes Gesicht sozusagen prinzipiell ein bisschen besser finden, dann ist es natürlich auch so, dass wir, weil die Gesichter unserer Eltern stecken ja in unseren Gesichtern drin, dass sozusagen die Sache über unser Gesicht läuft. Ja. Um beides auszuschließen, hat man sich nur was ganz Verrücktes ausgedacht. Man hat nämlich Adoptivfamilien untersucht, und zwar Väter, Adoptivtochter und deren Ehemann. Sie sehen hier so eine Familie, beziehungsweise Sie sehen hier Folgendes. Das ist der Vater, als er jung war, wo die Tochter ihn sozusagen als jungen Mann dann, als kleines Kind gesehen hat. Und hier sehen Sie vier Männer. Und jetzt soll man sagen, wer von denen ist der Ehemann der Adoptivtochter dieses Mannes? Hier ist die richtige Lösung nebenbei. Der hier. Der sieht dem schon ein bisschen ähnlich, wenn man es mal genau sich anschaut. Die unabhängigen Versuchspersonen sollten also immer rauskriegen, beziehungsweise sollten sagen, wer das ist. Und anhand von deren Fähigkeiten, das zu sagen, muss man schon sagen, wenn das genug sind, ganz viele werden dann gefragt, ja, dann werden hier schon Ähnlichkeitsurteile, die sozusagen über reine subjektiven Geschmacksurteile herausgefällt werden, die werden hier relevant. Und so kann man eben schauen, gibt es tatsächlich Ähnlichkeiten. Und im nächsten Bild sehen wir, was bei sowas herauskommt. Es ist tatsächlich so, wenn man vier Bilder nimmt, ist bei 25% immer Zufallswahrscheinlichkeit. Ja? Aber Mann, Vater, ja, also nach dem Motto Adoptivvater und Ehemann, die sehen sich deutlich ähnlich. Ja? Nach dem Motto, es kann hier nicht die Genetik sein, denn die Genetik der Tochter ist eine ganz andere als die des Adoptivvaters. Also darüber kann es nicht laufen und deswegen kann es auch nicht über die Gesichtszüge laufen, weil die eben auch in dem Fall ja gar nicht vererbt wurden. Ja? Es ist also, das sieht man hier sehr deutlich, ganz offensichtlich eine gelernte Präferenz für bestimmte Gesichtszüge, die man in früher Jugend gesehen hat. Ja? Und diese Gesichtszüge, die bevorzugt man später auch wieder. Aber nochmal, auch hier kam das raus, dann, wenn der jeweilige Elternteil einen gut behandelt hat. Der Effekt war auch hier abhängig davon, wie warm, wie nett der Vater zur Tochter war. Wenn der nett war, dann war der Effekt da, wenn nicht, dann nicht. Man kann natürlich jetzt sagen, naja, vielleicht ist das dann doch ein Beurteilereffekt. Es ist ja irgendwie subjektiv, das Ganze der Beurteilung. Deswegen hat man vor kurzem noch was gemacht. Man hat gesagt, wir lassen mal die Beurteiler ganz weg. Wir vermessen das Gesicht.
Sondern sie sagen, wie kann man den Gesichter vermessen? Nun, ich möchte Ihnen so ein Beispiel demonstrieren. Wir haben hier ein Gesicht und man kann alles Mögliche messen. Schauen wir uns das mal an, den Augenabstand, Nasenbreite, Nasenlippenabstand, Kinnlänge. Dann kann man die Augen außen noch vermessen, die Nasenlänge und man kann noch mehr messen. Man kann die Wangenknochenbreite messen, die Mundbreite. Es ist unglaublich, man kann die Kinnbreite messen, was man im Gesicht alles messen kann. Und jetzt kann man die einzelnen Maße, die man hier sieht, miteinander korrelieren. Man kann also einfach sagen, wir gucken mal, wenn wir diese Maße bei Hunderten von Gesichtern erheben, als Zahlen. Ja. Und wenn wir jetzt wieder große Familien nehmen, und diesmal hat man Folgendes gemacht, man hat insgesamt über 50 Familien genommen, wo man einfach Mann und Frau hatte und wo man die Eltern vom Mann und die Eltern von der Frau hatte. Und jeweils als Foto und jeweils dann in dieser Weise genauestens vermessen. Und dann hat man geguckt, wo gibt es denn Ähnlichkeiten, ja? Und die Ähnlichkeiten, die sieht man einerseits bei den Partnern, ja? Man sieht sie aber nicht nur bei den Partnern, man sieht sie auch beim Mann und dem Vater der Frau, weil nochmal die Frau sucht sich, die von ihrem Vater beeinflusst ist, was ihre Wahrnehmungspräferenzen anbelangt, die sucht sich den entsprechenden Mann. Ja? Und man hat es bei der Frau und dem Mutter der Mann. Was man nicht hat, ist beim Mann und der Mutter der Frau und bei der Frau und dem Vater des Mannes. Man sieht also hier, dass bestimmte Präferenzen da sind, die genauso laufen, wie sie laufen müssten, wenn die sexuelle Prägung in der frühen Kindheit geschieht. Nochmal. Wir haben Hinweise darauf, dass in der frühen Kindheit wahrgenommen wird und dass das, was wahrgenommen wird, sozusagen bestimmte Präferenzen, bestimmte Bewertungen 20, 30 Jahre später beeinflusst. Wir wussten eigentlich schon länger, dass in der frühen Kindheit Wahrnehmungsmuster angelegt werden. Das war ja klar. Also beispielsweise lernen wir im ersten Lebensjahr die Laute der Muttersprache und dann können wir die gut und alle anderen können wir gar nicht, weil wir die einfach gut gelernt haben. Und das ist so auch so eingeprägt, dass man irgendwann mal eine Fremdsprache, die andere Laute enthält, nicht mehr akzentfrei lernen kann. Wir schießen uns auch auf die Gesichter ein, die wir dauernd so sehen. Ja? Die Japaner sehen alle gleich aus. Warum? Die haben wir nicht gesehen. Und die Gesichter sind von denen, die wir so deutlich sehen, dauernd, die sind so anders, dass wir die alle in unserem Gesichterraum in eine Ecke tun. Japaner machen es genauso. Die tun uns in eine Ecke, weil wir ganz anders aussehen als alle Japaner. Deswegen sehen für uns alle Japaner gleich aus und für die Japaner sehen wir alle gleich aus. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist typisch für die Flexibilität, für das Lernen beim Wahrnehmen, dass wir sozusagen Räume aufspannen dessen, was wir sehen und alles, was da nie gesehen wurde, das ist halt an einer Ecke, ja, und ist ganz nah beieinander. Deswegen kriegen wir es nicht so genau auseinander. Nun, wen sehen wir? Wir sehen vor allem unsere Eltern als kleine Kinder. Und da schießen wir uns sozusagen auch wahrnehmungspräferenzmäßig auf die ein. Und wenn ich mir dann später einen Partner suche, dann sieht mein Partner so ähnlich aus wie meine Mutter, wenn meine Mutter mich gut behandelt hat, wenn sie warm zu mir war, weil ich natürlich die Wärme der Mutter und die Gesichtszüge der Mutter verknüpft habe und dann mir so jemanden auch suche. Weswegen es tatsächlich so ist, Sie kennen die Sache vom Ödipus, der eben auch es mit seiner Mutter hatte, da hat man viel draus gemacht. Die Sache ist ganz einfach. Es gab eine Prägung für bestimmte Wahrnehmungspräferenzen und das war eben das Gesicht der Mutter und bei Töchtern ist es das Gesicht des Vaters, wenn die Eltern das Kind gut behandelt haben.